Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, heute noch einmal das Thema Street Scooter. Nachdem jetzt ich das Video gedreht habe, kam zwei Tage später oder so tatsächlich dann nochmal so eine Ankündigung. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, wird sich zeigen. Ja, was kam da für eine Ankündigung? Tja, der Herr von und zu Professor Schuh erwägt wohl jetzt Street Scooter wieder zu kaufen. Ob das jetzt, wie gesagt, für bare Münze zu halten ist oder nur ein Gerücht ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Habe jetzt halt die Headline gelesen und ja, das war natürlich jetzt prompt, nachdem ich jetzt das Video dazu veröffentlicht habe. Und ja, mal meine Meinung zu dem Thema Dr. Schuh. Ihr wisst, glaube ich, wie da meine Meinung dazu ist, für die, die es noch nicht wissen. Ich glaube, wenn jetzt der die Firma kauft, dann wird wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Ich glaube nicht, dass das sehr hilfreich ist für Street Scooter. Also meine Meinung. Warum? Ganz einfach. Dieser Mann hat von der Elektromobilität keine Ahnung. Er hält nichts davon. Er sagt, es ist nur was für Nahbereich. Und dementsprechend sieht man auch, was dabei rauskommt. Sieht man ja beim Ego. Und sieht man jetzt, oder hat man jetzt auch beim Street Scooter gesehen. Der Grund, sage ich jetzt mal hier, warum der Street Scooter jetzt nicht so den reißenden Absatz hat, ist wohl schlicht und ergreifend auch eine der Tatsachen, dass der Street Scooter halt einfach, sage ich jetzt mal, sehr spezielles Fahrzeug ist und man hier doch mit der Akkukapazität ein bisschen geizt. Also muss man jetzt klipp und klar mal sagen, da hätte man ruhig ein bisschen mehr Akkukapazität zumindest für als Option sozusagen nachrüstbar haben können. Denn das, was das Fahrzeug halt eben an Akkukapazität liefert, das mag zwar, wie gesagt, für die Deutsche Post, für ihren Lieferverkehr in Ordnung sein. Und ja, man hört teils positive, teils negative Rückmeldungen. Mein Postbote ist zufrieden mit dem Ding. Es gibt negative Rückmeldungen, wo Postboten überhaupt nicht zufrieden sind damit. Es ist durchwachsen. Also gut, hast du immer eine Güte. Hast du immer solche Leute, die mal so reden und prinzipiell taugt es wohl für die Einsätze der Deutschen Post. Ob es halt allerdings für jeden tatsächlich dann so tauglich ist, ist halt dann die Frage. Natürlich ist das Fahrzeug jetzt konzipiert als Transportfahrzeug, also für die letzte Meile. Und da ist es halt dementsprechend auch optimiert von der Ladehöhe her, dass man also hier halt dann tatsächlich da quasi auf der Höhe sozusagen einlädt, wo also die Arme sind und auch ausladen kann, und dementsprechend wurde das Fahrzeug halt eben speziell für die Zusteller halt eben gebaut, damit die halt sich nicht mehr so tief bücken müssen für in ihrem Zustellbezirk. Das ist einfach so nachvollziehbar und ist auch gut. Das Fahrzeug ist allerdings natürlich dann nicht geeignet, wenn es um alle möglichen schwereren Lasten geht, also zum Beispiel, wenn es jetzt halt um die Lieferung von Waschmaschinen oder elektrischen Geräten, da wird es also dann schon schwierig, da Sachen halt so hoch zu heben, weil es halt einfach die Ladekante zu hoch ist dafür. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungen, also es gibt ein paar Nischenprodukte, die da produziert werden, das sind so, so Kippert, wo halt dann hinten die Ladefläche so eine Art Pickup-mäßig dann gestaltet ist, wo also dann hinten dann aufgeladen werden kann und es dann gekippt werden kann. Solche Varianten gibt es auch. Das sind aber, wie gesagt, Spezialanfertigungen oder Einzelanfertigungen für nur wenige Stückzahlen. Also das ist jetzt keine große Stückzahl, die da rausgeht in der Version. Und das muss man einfach so mal sehen. Ja. Was das größte Manko allerdings an dem Fahrzeug ist, ist, wenn man schon so eine kleine Batterie hat, dass es halt einfach nur einen Langsamlader drin hat, einen Schnarchlader. Das ist einfach so das größte Problem an der Geschichte, was ich sehe. Denn hier wäre mit ziemlich wenig Aufwand sicherlich CCS möglich gewesen. CCS nachzurüsten,
halte ich für nicht möglich. Das ist einfach das Zulassungsverfahren einfach zu hoch wahrscheinlich dann in das Fahrzeug anzugreifen. Aber für den Hersteller wäre es sicherlich möglich gewesen, CCS als Option gleich mit in die Zulassungsgeschichte mit reinzutun. Und also das wäre sicherlich kein größerer Aufwand gewesen. Dann verlangt man halt einen Aufpreis von dem Kunden, wer das CCS haben möchte, dass er halt dann zumindest die Möglichkeit hat, auch mal in der Mittagspause dann mal das Auto schnell zu laden. Und was also dann natürlich den Einsatzbereich viel, viel größer machen würde, weil halt einfach dann auch andere, sage ich jetzt mal, Gewerbe sozusagen das Fahrzeug auch nutzen können. Oder halt eben so Zustelldienste, die also jetzt nicht vorgefertigte Routen haben, sondern Ad-Hoc-Lieferungen machen. Da wäre es halt natürlich für die gut, wenn die halt dann mal dann in der Mittagspause mal schnell anstöpseln könnten und das Auto dann wieder voll ist. Das geht halt leider mit dem Street-Scooter nicht. Ja, solche Innovationen wird man mit einem, mit einem Herrn Schuh nicht erleben. Also garantiert nicht. Der wird weiter auf seinem, ich sag's jetzt schon mal, dumm dreisten Stiefel weiter beharren, dass Elektromobilität nur für Kurzstrecken geeignet ist. Das ist halt einfach seine Ignoranz, die das einfach, sage ich jetzt mal, da beschränkt. Und wenn der die Firma übernehmen würde, sage ich jetzt mal, ist es, dann können sie es gleich selber belassen. Dann wird es also nichts bringen. Das ist meine Meinung, persönliche Meinung. Ja, werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich was Gutes wird, wenn der Herr Doktor von und zu das übernimmt und dann den Karren genauso wie er Ego an die Wand fahren wird, dann genauso an die Wand fährt. Naja. Schade zumindest für die Innovation, aber ich denke, ja, mit dieser Option, glaube ich, fährt man am schlechtesten. Tja, so schaut's aus. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.